Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist ein ganz großes Fest, das wir feiern. Es nimmt die Feste Weihnachten, Ostern und Pfingsten in sich auf. Heute ist das Fest Trinitatis. Trini was? Fragen da meine Schülerinnen und Schüler dann immer, wenn ich Trinitatis sage. Trinitatis, das ist das Fest der Drei. Das Fest des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Fest, das deutlich macht, Gott will nicht für sich alleine sein. Er will in Beziehung leben. Daran kann ihn nichts hindern. Weder Corona, noch meine Geschäftigkeit oder Verbote, auch nicht der Tod. Gott lebt in Beziehung mit uns. Amen. Lasst uns beten. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist bei und mit uns. Umgib uns mit deiner Gegenwart, durchdringe uns mit deiner Liebe und erfülle uns mit deiner Kraft, dass wir mit dir unser Leben gestalten. Du bist als Dreieiner nie allein und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung zum heutigen Sonntag Trinitatis steht bei Jesaja im 6. Kapitel. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie.
Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von den Stimmen ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Sehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Liebe Gemeinde, wenn es Nacht wird, Ruhe einkehrt, die Gedanken aber nicht aufhören, sich zu drehen, an wen wenden Sie sich dann? Was Nikodemus nachts umhertrieb, verträt der heutige Predigttext zwar nicht, aber davon, was er tat. So heißt es im 3. Kapitel des Johannesevangeliums. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Liebe Gemeinde, Nikodemus macht es vor, was helfen kann, wenn die Augenringe Augenringe kriegen. Er wendet sich an Jesus. Und wie oft mir das auch passiert. Tagsüber ist manchmal so viel los, dass ich nicht einmal merke, wenn mir etwas auf der Seele brennt oder mein Herz schwer ist. Inmitten der Nacht holen mich dann die Gedanken ein. Und was antwortet Jesus auf meine Gedanken? Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Diese Antwort Jesu lässt mich erst einmal gedanklich stolpern, sodass ich die Reaktion von Nikodemus nachvollziehen kann. Ein alter Mensch kann also neu geboren werden? Und Jesus sagt im Prinzip ja, egal wie alt wir sind, wir können von Neuem geboren werden, mit Geist und Wasser. Für den Evangelisten Johannes waren Geist und Wasser die Zeichen für die Taufe. Mit der Taufe also war man neu geboren. Und das ist für mich eingänglich. Denn mit der Taufe steht man unter Gottes Ja. Ein bedingungsloses Ja zu einem jeden von uns. Ein Ja ohne Einschränkung. Und durch dieses Ja werden wir also neu geboren. Oder eine andere Übersetzung wäre: von oben geboren. Lassen Sie mich das in 5 Schritten genauer versuchen zu erklären. Erstens, grundsätzlich, eine Geburt geschieht an uns. Wir können uns also taufen lassen, aber das Geschenk, das Ja, ist für uns unverfügbar. Gott spricht es, nicht wir. Zweitens, nach der Transaktionsanalyse brauchen neugeborene Babys Erlaubnisse. Diesen Gedanken übernehme ich und denke ihn adäquat zur Neugeburt, von der Jesus spricht.
Denn die Erlaubnisse sind für mich Ausdruck des Ja's Gottes. Es geht bei ihnen also um das Bejahen von uns selbst und unserem Leben. Ich möchte nur ein paar zur Verdeutlichung aufzählen. Die erste Erlaubnis, die ein Neugeborenes bzw. Neugeborener braucht, ist: Du darfst sein, leben und in dieser Welt sein. Du darfst hierher gehören. Weitere Erlaubnis werden: Du darfst dich fühlen, wie du dich wirklich fühlst. Wut, Angst, Trauer, Dankbarkeit, Freude. Du darfst handeln, wie deine Gedanken sind. Du darfst also denken und danach reagieren. Du darfst Erfolg haben. Du hast die Erlaubnis, dass es dir gut geht. Und noch zwei letzte Erlaubnisse. Du bist einzigartig und du darfst du selbst sein. Drittens. All diese Erlaubnisse und noch viele mehr, die das Leben bejahen, haben wir mit der Taufe und dem Heiligen Geist von Gott erhalten. Sie sind in uns selbst. Das heißt, auch wenn uns andere Menschen diese Erlaubnisse verwehren, sind sie uns doch geschenkt und wir können sie in unserem Leben ergreifen. Und so kommen wir zu viertens. Es kann aber passieren, dass mir diese Erlaubnisse, diese Bejahungen in dieser Welt entschwinden und das Nein in mein Leben einbricht. Dass also die Neugeburt nur von kurzer Dauer war. Und ich möchte an dieser Stelle entlasten. Das liegt vermutlich in unserer Natur. Denn schon als Babys wollten wir etwa mit 5 Wochen lieber zurück in den Bauch unserer Mutter, da das Bekannte naheliegender als das Unbekannte das Neue war. Wir wollten also lieber den Rückschritt statt den neuen Schritt. Und so stelle ich mir das auch mit der Neugeburt, mit der Taufe vor. Wir stehen unter dem Ja Gottes und könnten uns entsprechend entfalten, aber fallen dann doch zurück in das, was Jahrhunderte tradiert wurde und wir dann im Laufe des Lebens erleben. Zum Beispiel, wenn jemand sagt: Du bist haargenau wie XY. Nein, niemand ist genauso wie jemand anderes. Jede und jeder von uns ist einzigartig. Es braucht also für Neugeborene eine Erlaubnis. Du kannst als Neugeborener leben. Ich meine damit, dass wir uns trauen dürfen, das Ja Gottes zu leben. Auch dann, wenn wir die meiste Zeit unseres Lebens das Nein als Vorzeichen hatten. Wir können ganz ohne Reue sein. Fünftens und letztens. Damit ist die Chance, als Neugeborener, als Getaufter zu leben, immer da, egal wie alt wir gerade sind. Liebe Gemeinde, ich kann nicht sagen, was Nikodemus in der Nacht rumtrieb. Aber es erscheint mir, als hätte er sich da etwas erlaubt, das eigentlich verboten war. Als Oberer der Juden, als Pharisäer, hätte er vermutlich nicht zu Jesus gehen dürfen. Er hat sich da eine Erlaubnis erteilt, die heilend war. Und ich kann daher durch Nikodemus zweierlei erkennen und mich erinnern. Ich erlaube mir zu selten, meine Geschäftigkeit tagsüber mal sein zu lassen, um mich an Jesus zu wenden, um mit ihm im Gebet Zwiesprache zu halten und mein Leben auf das Ja Gottes auszurichten. Einen kleinen Blick ins Reich Gottes zu werfen. Mir ist das tagtägliche Fahrwasser oft näher. Und zum anderen erkenne ich kann mir wie Nikodemus erlauben, dass ich mich vertrauensvoll an Jesus wenden kann, wenn es mich mal rumtreibt oder weil ich eine der Ja-Erlaubnisse, die Taufgeschenke Gottes, zu einem Verbot gemacht habe. Denn mit Jesus bricht immer wieder Frieden an, egal wie lange ich in Unfrieden gelebt habe. Sein Friede ist höher als unsere Vernunft und bewahrt unsere Sinne und Herzen in seinem Geist. Amen. Thank you.
Wir weisen auf folgende Veranstaltungen hin. Im Anschluss an diesen Videogottesdienst sind Sie herzlich zum digitalen Kirchencafé eingeladen. Den Link sehen Sie eingeblendet. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 6. Juni um 10 Uhr mit Pfarrer in Ruhestand Gerhard Monninger. Seit einem Jahr sind wir per Video für Sie da und konnten uns in dieser Zeit über 45.000 Aufrufe unserer Gottesdienste und Konzerte freuen. Wir wollen diese Formate sehr gerne für Sie weiterführen. Wenn Sie St. Lukas gerne digital verfolgen, abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal. Klicken Sie unter diesem Video auf Abonnieren oder im Abspann auf dieses Kanallogo. Mit dem Abo informieren wir Sie in YouTube über neue und geplante Videos aus St. Lukas und Sie helfen uns, unseren Kanal weiter auszubauen. Heute erbitten wir Ihre Spende für die Gemeindearbeit in St. Lukas. Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Teil davon. Nur so erfahren Gemeindemitglieder und Interessierte in Stadt und Land, was in St. Lukas geschieht und wofür sich unsere Gemeinde engagiert. Gemeindebrief, Schaukästen, Schriftentisch, Internetauftritt und Social Media sind die Aushängeschilder unserer Gemeinde. Eine ansprechende Gestaltung hat ihren Preis. Bitte verwenden Sie für Ihre Gabe den Spenden-Button auf unserer Homepage. Gott segne die Gebenden und die Verwendung der Gaben. Lasst uns beten, wie Jesus Christus es gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in den heutigen Festtag unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.